is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Die Schule im Hernach. Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen. Zwischen der Schule, die anfangs in Eden eingerichtet wurde, und der Schule hernach liegt die gesamte Weltgeschichte. Die Geschichte des menschlichen Sündenfalls und Leidens, des göttlichen Opfers und schließlich des Sieges über Tod und Sünde. Die Schule unseres zukünftigen Lebens wird nicht in allen jener ersten Schule in Eden gleichen. Kein Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen wird eine Gelegenheit zur Versuchung liefern. Kein Versucher ist da, keine Möglichkeit zum Bösen. Jeder Charakter hat der Versuchung zum Bösen widerstanden. Keiner ist für böse Einflüsse mehr empfänglich. Wieder in Gottes Gegenwart gebracht, wird der Mensch wie am Anfang von Gott gelehrt werden. Unser Lebenswerk hier besteht in der Vorbereitung auf das ewige Leben. Die hier begonnene Ausbildung wird in diesem Leben nicht abgeschlossen. In alle Ewigkeit wird sie weitergeführt, immer fortschreitend, nie abgeschlossen. Jeder richtige Grundsatz, jede Wahrheit, die wir in einer irdischen Schule gelernt haben, wird uns in der himmlischen Schule weiterhelfen. So wie Christus während seines irdischen Dienstes mit den Jüngern herumwanderte und unterwegs mit ihnen sprach, so wird er uns in der Schule dort oben unterrichten. Er wird uns ein Strom des lebendigen Wassers entlang führen und uns Wahrheiten offenbaren, die in diesem Leben noch verborgene Geheimnisse bleiben müssen, weil unser menschlicher Verstand begrenzt und durch die Sünde beschädigt wurde. Die Geschichte vom Aufkommen der Sünde, von den krummen Wegen einer folgenschweren Lüge, von der Wahrheit, die mit dem Irrtum zusammengeprallt ist und ihn überwunden hat. All dies wird offenbar gemacht werden. Der Vorhang, der die sichtbare von der unsichtbaren Welt trennt, wird beiseite gezogen werden. Wunderbare Dinge werden uns offenbart werden. Jede Gabe wird entwickelt werden. Jede Fähigkeit wird wachsen. Die Aneignung neuen Wissens wird dann den Geist nicht mehr ermüden und die Kräfte nicht mehr erschöpfen. Dort können die großartigsten Unternehmungen ausgeführt, die erhabensten Ziele erreicht, die höchsten Vorhaben verwirklicht werden. Und doch werden immer neue Höhen zu überschreiten, neue Wunder zu bestaunen, neue Wahrheiten zu erfassen sein. Und neue Gegenstände werden die seelischen, geistigen und körperlichen Kräfte fordern. The Lord is coming. Are you ready?